Bötz, was für eine Aussicht. Guck mal, da unten schläft das Fahrrad. Und jetzt geht's gleich los. Ab nach Rouen. So Leute, guten Morgen. Guckt euch mal diese wunderschöne kleine Kapelle an. Die habe ich gestern als Nachbarin in meinem kleinen Garten gehabt. Und jetzt verlasse ich sehr früh Les Ageux, weil heute sollen es 36 Grad werden. Ich habe zwar genug Wasser dabei, aber wir wollen hier keinen Hitzeschlag riskieren. Deswegen geht es jetzt ab nach Rouen. Viel Spaß! Ja, Leute, hier wäre ich leider auch gerade fast gelandet wegen diesem Auto da, was da gerade fährt. Das ist echt seit 500 Kilometern der erste Idiot, der allererste Idiot, der es geschafft hat, mich zu schneiden im Auto. Dieser Idiot da. So, der allererste, echt. Ich fahre hier überall rum, durch absolute Nichts. Ja, aber dieser Typ mit seinem Sprinter hat es eilig genug. Unfassbare Scheiße. So. Da habe ich mich mal ein bisschen aufgeregt, tut mir leid Leute, ich bin jetzt 10 Kilometer in der Etappe. Wir bestreiten heute die 6. Etappe von Les Ageux nach Rouen. Und eigentlich ist das Wetter perfekt. Die Leute achten sehr auf mich, bis auf diese eine Pisser da hinten. Ja, viele Pieps muss ich hier verwenden. Alles klar, genießt die weitere Fahrt. Fahren jetzt hier erstmal so ein bisschen durch die Picardie. Schauen mal, was es hier noch Interessantes gibt. Hey, ich glaube, das ist ein Fahrradweg. Hey Leute, guckt euch das an. Eine Art Fernbahntrasse. Mitten im Nichts in Frankreich. Das heißt, ich fahre jetzt da lang Richtung Death Valley. 97,8 Kilometer sind es noch zu fahren. Ich habe Rückenwind wahrscheinlich irgendwie mit 14, 15 km/h, weil ich kann die ganze Zeit so 30, 34 fahren im Schnitt. Das ist sehr gut, weil je später es wird, desto wärmer wird es. Also heute ist wirklich ein bisschen Rennen gegen die Zeit. Auch wenn ich genug Wasser dabei habe. Ja, es wird ein bisschen trister von der Landschaft her. Ich bin ja jetzt echt ziemlich verwöhnt die letzten Tage gewesen. Aber genau, auch das soll uns heute nicht aufhalten. Es geht ins wunderschöne Rouen und wir sind mal gespannt, wie es da aussieht. Da war ich nämlich noch nie. Genau, was ich vergessen habe in allen anderen Folgen schon wieder zu sagen, ist selbstverständlich, gibt es alle Routen zum Nachfahren in der Videobeschreibung verlinkt, sodass, wenn einer von euch bekloppt genug ist, diese Tour nachzufahren, das euch auch möglich ist. Sagt mir aber Bescheid, weil ich würde gerne mitkommen. Es ist nämlich echt toll. So, weiter geht's. Ich muss jetzt da lang. Thank you.
die Picardie verlassen. Befinde mich jetzt in der Normandie. Die Normandie kennen die meisten ja nur von der Küste aus, wo dann die ganzen Bunker stehen, und werden wir auch noch sehen, machen wir morgen. Morgen, wo wir heute hinfahren, gehört auch schon zur Normandie. Und dann schauen wir uns das auch einfach mal an, wie es da aussieht. Es ist eine mittelgroße Stadt, ich schätze mal so, ja, Richtung Größe von Bonn. Ja, der Wind ist wirklich toll für mich. Wir haben gerade mal 10:30 und noch 75 Kilometer to go. Das heißt also, das Durchschnittstempo ist sehr hoch. Mal gucken, ob ich das bis zum Ende durchgehalten bekomme. Es ist ja Urlaub, deswegen muss es nicht sein. Aber versuchen werden wir es natürlich dennoch. Viel Spaß weiterhin in der Normandie. Boah, bei gefühlten 80 Grad Berge erklimmen macht keinen Spaß. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Überall flimmert die Luft um mich herum. Ich folge jetzt dieser Straße. Und dann geht es irgendwann nochmal da den Berg hoch. Aber so viel wird heute nicht passieren. Das ist alles so um die 200 Meter Höhe. Also so, ja, wie bei uns die Glessner Höhe, sage ich jetzt mal. Ja, nur viel schöner. Es sind jetzt noch knapp 55 Kilometer bis zum Ziel. Wie gesagt, ich schätze so 2:30 bin ich da, das müsste passen. Es ist zwar genau in der Mittagshitze, aber ich vermeide die Nachmittagshitze, Punkt 1. Punkt 2, ich kann noch ordentlich essen, lecker Früchte kaufen bei so einem Wetter. Es wird morgen nämlich nicht besser werden, und deswegen finde ich, ja, möchte ich ausgerüstet sein. Soll ja weitergehen, wenn es morgen dann endlich an die Küste von Frankreich geht. Ja, bin mal gespannt, was uns da so erwartet. Weiter geht's! Mit knapp 40 km/h bin ich jetzt auf der Landstraße nach Rouen. Die letzten 32 Kilometer sind angebrochen. Ich muss hier nochmal ein Kompliment aussprechen an die französischen Lkw-Fahrer. Die ballern bis auf die komplett andere Spur, um mich nicht zu verängstigen. Ja, meine Herren Kollegen in Deutschland, bitte nehmen Sie sich mal ein Beispiel dran. Weil so überholt man Radfahrer. Verdammte Scheiße. So, genieß die letzten Kilometer. Ich melde mich aus Rouen. Ah, so Leute, angekommen in Rouen, ungefähr 2:30, also eine super Zeit. Jetzt gehe ich erstmal einkaufen, ich habe Hunger. Ja, es war eine schöne Tour. Wir sind vor allem den 35 Grad Außentemperatur echt entflohen, weil die sind jetzt erst draußen. Ich gucke mal, dass ich jetzt mal schön an den Fluss komme und da lecker was zu essen, was zu trinken genieße. Weiter geht's morgen mit der Etappe von Rouen nach Etretat, also an die Küste. Viel Spaß, seid gespannt. Ja Leute, kleiner Freizeitpark, noch ungefähr 71 Kilometer zu fahren, mit Freefall Tower, mit allem drum und dran, für die lieben Kleinen. Also wer von euch Bock hat, hier mal Fahrradurlaub zu machen, da könnt ihr dann Frau und Kind abstellen sozusagen.
Juti, für mich geht's jetzt. So Leute.